Gezielte Beeinflussung von Abgeordneten durch Interessengruppen. Was könnte der Wirtschaft besser Tür und Tor öffnen als strategischer Lobbyismus? Kein Wunder, dass, so Professor Karl Lauterbach, Mitglied des Bundestages, Scharen von Lobbyisten auf Politiker angesetzt werden. Damit diese ungenierte Infiltration der Entscheidungsträger weiter reibungslos funktioniert, werden gerne auch Mitarbeiter von Abgeordneten abgeworben, um Einfluss auf die Politik zu nehmen und so zum Beispiel der pharmazeutischen Industrie dienlich zu sein. Mit Matthias Ernst 2017, Christoph Dien 2018 und Thomas Hugendubel 2019 seien hier nur drei Überläufer aus dem Gesundheitswesen genannt. Die Allgemeine Ortskrankenkasse AOK geht inzwischen ganz neue strategische Wege. Sie beeinflusst entscheidende Mitglieder des Gesundheitsausschusses mithilfe eines angebotenen Kochkurses. So werden aus Staatsdienern Strippenzieher mit Insiderwissen. Weitere staatliche Abschaffung von alternativen Heilberufen? Das Terminservice- und Versorgungsgesetz TSVG sieht vor, dass zukünftig der psychisch Kranke zuerst einen Gutachter aufsuchen muss und seinen Therapeuten nicht mehr selbst wählen darf. Das wird von Fachkreisen und Therapieverbänden beim 33. Deutschen Psychotherapeutentag im November 2018 scharf kritisiert und als unzumutbare Belastung für Patienten gewertet. Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, beanstandet zudem, dass den Psychotherapeutenverbänden keine Möglichkeit der Einflussnahme gegeben wurde. Mit dem neuen Gesetz versuche der Bundesgesundheitsminister, eine Auslese in der psychotherapeutischen Versorgung vorzunehmen. Aufgrund der Zuteilung durch Gutachter wären nämlich vor allem alternative Heilberufe mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer Existenz bedroht. Das erinnert an das Aussterben freier Hebammen, die vielfach aufgrund horrend gestiegener Versicherungsbeiträge ihre Selbstständigkeit nicht mehr ausüben können. Sind die freien Heilberufe unliebsame Konkurrenten der klassischen Schulmedizin, die nun das Feld räumen sollen? Heute, am 5. Mai, wird in mehr als 50 Ländern der internationale Hebammentag unter dem Motto »Hebammen, Frauen und Familien – Partner fürs Leben« begangen. Hebamme ist die Berufsbezeichnung für Frauen, die während Schwangerschaft, Geburt und während des Wochenbetts, also der Zeit nach der Geburt, Frauen beraten und betreuen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass schon immer und überall auf der Welt erfahrene Frauen den werdenden Müttern zur Seite gestanden haben. Eines der ältesten Zeugnisse der Hebammenkunst ist eine Tempelmalerei aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Seit der Antike wird das Hebammenwissen von Frau zu Frau weitergegeben. Dieses bewährte Modell wird in den letzten 40 bis 50 Jahren zunehmend in Frage gestellt, nicht aber, weil sich der Geburtsvorgang verändert oder sich die heute übliche Geburt im Krankenhaus als großer Fortschritt herausgestellt hätte. Darum gilt es, tiefer zu schauen, welche Kräfte für diese Entwicklung verantwortlich sind. Denn bei vielem, was scheinbar selbstständig oder zufällig entsteht, geht es in Wirklichkeit um die Ausübung von Macht bis hinunter ins Kleinste. Dieser oft schleichende Prozess ist typisch für die sogenannte neue Weltordnung. Vom Kern her ist diese Weltsicht monopolar, sprich einseitig, und aggressiv gegen andere Strömungen, also sektiererisch ausgerichtet. In unserer Sendung vom 3. Juli 2015 mit dem Titel »Das Kräftemessen um die neue Weltordnung in der Medizin« berichteten wir, wie sich eine einseitige, profitorientierte Weltordnung seit dem 20. Jahrhundert auch in der Medizin durchgesetzt hat. Denn noch im 19. Jahrhundert wurden von der Gesellschaft zwei verschiedene Herangehensweisen zur Heilung akzeptiert. Die Patienten hatten die Wahl, entweder Allopathen, so wurden damals Ärzte genannt, oder Heiler zu besuchen. Die Allopathen glaubten daran, ein Arzt müsse eine Krankheit aggressiv aus dem Körper vertreiben. Die Heiler orientierten sich dagegen an Beobachtung und Erfahrung und setzten auf Gleichgewicht im Organismus und Mäßigung des Lebensstils. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts tauchten neue Behandlungsmethoden auf, die sehr profitabel erschienen. Die Allopathen schlossen sich den starken Finanzkräften an. Auf diesem Weg wurde die Medizin in eine Industrie verwandelt. Die medizinische Ausbildung wurde in die Richtung der pharmazeutischen Medikamente gelenkt. Beobachtet man nun die Entwicklung der Hebammenkunst in den letzten 40 bis 50 Jahren, wird deutlich, dass auch in der Geburtshilfe eine stetige Entwicklung weg von der Erfahrung
hin zur sogenannten Geburtsmedizin stattfindet. Die Geburt wird für Frauen zunehmend zu einem technisierten Ablauf, was in den heute bekannten hohen Kaiserschnittraten von über 30% in Deutschland mündet. Dagegen sind Hebammen als Begleiter von schwangeren Frauen darauf spezialisiert, sie in diesem auch emotional sehr sensiblen Abschnitt im Leben zu begleiten. Sie übernehmen in dieser Phase des Umbruchs eine wichtige Rolle. Oft kann durch gezielte und rechtzeitige Maßnahmen der natürliche Verlauf der Dinge erhalten werden, ohne dass es zu medizinischen Eingriffen kommt. Der Einsatz von Hebammen bei Geburten und im Wochenbett führt nachweislich zu einer reduzierten Sterblichkeit von Schwangeren und Neugeborenen, zudem entstehen weniger Verletzungen bei der Geburt. Hinzu kommen weniger Frühgeburten und ein geringerer Schmerzmitteleinsatz während des Geburtsvorganges. Die Stillraten bei Frauen, die durch Hebammen betreut werden, liegen höher als bei denen ohne Hebammenbetreuung. Und schließlich üben Hebammen eine positive Wirkung auf das Miteinander von Mutter und Baby aus, indem der enge Körperkontakt gefördert wird. Doch statt aufgrund dieser vielfältigen positiven Auswirkungen auf die Frauen und Neugeborenen die Hebammenkunst zu fördern und zu unterstützen, sind Hebammen zunehmend in ihrer Existenz bedroht. Ihr Berufsalltag wird durch Vorschriften und finanzielle Belastungen immer beschwerlicher. Klagemauer TV erhielt einen Zeugenbericht einer in der Schweiz selbstständig tätigen Hebamme. Sie berichtet wie folgt. Der bürokratische Aufwand für meine Bewilligung zur Selbstständigkeit war enorm. Für jeden Kanton, in dem ich Frauen betreuen möchte, muss ich einen neuen Antrag stellen, der wieder mit Zeitaufwand und Kosten verbunden ist. Hunderte von Franken fallen jährlich erneut an für Versicherung und diverse obligatorische Beiträge. Zudem verbringe ich Stunden mit administrativen Arbeiten. Doch hier in der Schweiz sind wir noch privilegiert. Eine deutsche Berufskollegin, die als selbstständige Hebamme arbeitete, erzählte mir, dass ihre Berufshaftpflichtversicherung trotz geringem Einkommen ca. 7.000 Euro im Jahr war. Um von ihrem Beruf leben zu können, arbeitete sie 50 bis 70 Stunden in der Woche. Viele deutsche selbstständige Hebammen geben darum den Beruf auf, da sie sich nicht über Wasser halten können, und viele Frauen finden darum keine Hebamme mehr. Dieser Überlebenskampf raubt die Freude an diesem wunderschönen Beruf. Aufgrund der geschilderten, eindrücklich positiven und wichtigen Bedeutung der Hebammen für schwangere Frauen ist es Zeit, die Technisierung der Geburt und die zunehmende einseitige Entwicklung im Sinne der neuen Weltordnung aufzuhalten und zu stoppen. Hebammen setzen sich vielerorts dafür ein, dass der Start des Lebens einen natürlichen Verlauf nehmen kann. Diese Bestrebungen gilt es zu schützen und zu fördern. Schließlich bedeutet die Stärkung der Familie eine Stärkung der Gesellschaft und damit der kommenden Generation. In einer Einführung am 29.06.2015 zu verschiedenen Sendungen mit dem Thema »Das Kräftemessen um die neue Weltordnung«, kurz NWO, zeigten wir, wie dieses Kräftemessen auf den verschiedensten Ebenen stattfindet. Alles, was sich nicht einer monopolaren Weltordnung oder Weltanschauung gleichschaltet oder unterwirft, soll lächerlich oder unglaubhaft, bekämpft, verteufelt, bedroht, ausgegrenzt, verboten und somit aufgelöst und unwirksam gemacht werden. Heute setzen wir uns damit auseinander, wie es sich auf der Ebene der Gesundheit und Medizin verhält. Auch was die Medizin betrifft, scheint diese ziemlich offensichtlich von der sogenannten Schulmedizin im Verbund mit der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, und der Pharmaindustrie dominiert zu sein. Nun zeigen wir anhand eines englischsprachigen Dokumentarfilms Cancer, the Forbidden Cures, zu Deutsch Krebs, die verbotenen Heilungsmethoden, wie sich dieses Kräftemessen in der Medizin abspielt und wie es dazu kam. Dieser eineinhalbstündige Film wurde nur schon auf dem YouTube-Kanal über 600.000 Mal angeklickt. Allein in den USA gäbe es jedes Jahr 1 Million neue Krebsdiagnosen. Um diese würde sich vorwiegend eine sogenannte offizielle Medizin oder auch Schulmedizin genannt kümmern. In der offiziellen Medizin seien nur die Chirurgie, Chemo- oder Radiotherapie erlaubt.
Gemäß einer Studie des Biologen John Kearns von der Harvard-Universität sollen nur 5% der Chemotherapien einen Nutzen bringen. Nun stelle sich die Frage, so der Sprecher des Films, ich zitiere, wenn konventionelle Therapien so begrenzte Erfolge aufweisen, warum ist die medizinische Gemeinschaft nicht willens, alternative Methoden zu erforschen? Die Antwort auf diese Frage findet sich in historischen Ereignissen, die sich vor beinahe 100 Jahren zutrugen, als die offizielle Medizin die Oberhand über die sogenannten Empirical Doctors gewann. Empirical bedeutet erfahrungsgemäß. Die Medizin der Empirical Doctors beruhte nicht auf einer Theorie, sondern auf Erfahrungs- und Beobachtungswerten. Diese heilten ihre Patienten mit Kräuter und natürlicher Medizin und hatten einen beachtlichen Erfolg aufzuweisen. Hier nun ein kurzer Abriss über die historischen Ereignisse, die uns weiter Aufschluss geben. Im 19. Jahrhundert wurden von der Gesellschaft zwei Herangehensweisen zur Heilung geduldet. Die Patienten hatten die Wahl, entweder Allopathen genannte Ärzte oder natürliche Heiler, Empirics genannt, aufzusuchen. Die Allopathen glaubten daran, ein Arzt müsse eine Krankheit aggressiv aus dem Körper vertreiben. Damals benutzten sie hauptsächlich drei Techniken. Erstens den Aderlass, das heißt eine erhebliche Blutabnahme, um schlechte Säfte auszuleiten. Zweitens riesige Dosen giftiger Mineralstoffe wie Quecksilber und Blei, um Krankheiten zu vertreiben. Und drittens auch die Chirurgie. Diese kamen jedoch ohne Betäubung und Infektionsschuss einer brutalen Prozedur gleich, wofür sich nur wenige entschieden. Im Widerspruch zu den Allopathen glaubten die Empirics durch Stimulieren der körpereigenen Abwehrkräfte eine Selbstheilung zu erreichen. Anstelle giftiger Mineralien verwendeten sie pflanzliche Produkte und ungiftige Substanzen in kleinen Dosen. Die beiden Gruppen führten eine heftige philosophische Auseinandersetzung. Das Gleichgewicht zwischen den medizinischen Gegnern blieb bis zum Jahrhundertwechsel erhalten. Anfangs des 20. Jahrhunderts tauchten neue Behandlungsmethoden auf, die sehr profitabel erschienen. So schloss sich die amerikanische medizinische Association, kurz AMA, den starken Finanzkräften an. Und somit wurde die Medizin in eine Industrie verwandelt. Die Vermögen der reichsten US-amerikanischen Industriellen und Bankiers Andrew Carnegie, J.P. Morgan und John D. Rockefeller finanzierten Chirurgie, Bestrahlung und synthetische Medikamente. Nun machte sich die Medizinindustrie daran, die medizinische Ausbildung zu übernehmen. Im Besonderen Rockefeller und Carnegie boten enorme Summen für die Universitäten, die sich auf eine Zusammenarbeit mit ihnen einlassen wollten. Im Gegenzug nahmen die Leute der Geldgeber in den Direktorien der Universitäten Platz. Dadurch wurde das Ganze in Richtung pharmazeutischer Medikamente gelenkt. Alle bedeutenden Bildungseinrichtungen in den USA wurden auf diese Art von den pharmazeutischen Interessen eingenommen. Chirurgie wurde durch die Betäubung und den Infektionsschutz leistungsfähig. Ärzte befürworteten teure und radikale Eingriffe. Und dadurch entstand die Notwendigkeit für ein lukratives Krankenhaussystem. Der Preis für Bestrahlung stieg über Nacht um 1000%. Auch die pharmazeutische Industrie beteiligte sich am Krankenhaussystem. Die Ärzteschaft änderte die Ausbildungsvorschriften, Zulassungsbestimmungen und Vorschriften allgemeiner Art, um die sogenannten Empirics auszuschließen. Schon bald konnten nur noch von der AMA anerkannte Ärzte legal Medizin praktizieren. Die AMA lancierte dazu Kampagnen mit dem Ziel, die Empirical Doctors als Quacksalber zu verunglimpfen. Soweit, meine Damen und Herren, der historische Rückblick,
wie der gigantische Komplex der medizinischen Industrie entstanden ist. Einerseits wurde dadurch das monopolare und autoritäre System der modernen Schulmedizin und des Gesundheitssystems aufgerichtet, andererseits wurden andere, natürliche medizinische Ansätze und Heilungsmethoden vehement bekämpft. Im Bereich der Krebstherapien ist das besonders offensichtlich. Stellvertretend seien einige erwähnt, die zwar beachtliche Erfolge aufzuweisen hatten, jedoch dann lächerlich gemacht, als gefährlich hingestellt, bekämpft oder sogar verboten wurden. Ab 1922 soll es viele erfolgreiche Krebsheilungen mittels Essiak gegeben haben, einer Kräutermischung. Die von einer kanadischen Krankenschwester geführte Klinik zählte bis zu 600 Patienten pro Woche. Die Behörden ließen die Klinik wiederholt schließen, verboten Essiak und verhafteten die Krankenschwester mehrere Male. Die sogenannte Hoxay-Therapie besteht aus einer Kräutermischung und Vitaminergänzungen. Nach der Eröffnung der ersten Klinik 1924 sah sich Harry Hoxay dem massiven Widerstand der offiziellen Medizin ausgesetzt. Hoxay wurde öfters verhaftet als jeder andere in der Medizingeschichte. 1950 war seine Klinik in Texas die größte private Krebsklinik weltweit. 1958 wurden seine inzwischen 17 Kliniken in 17 Bundesstaaten gleichzeitig mit unhaltbaren Vorwürfen verklagt. Hoxay war gezwungen, seine US-Kliniken zu schließen und eröffnete eine Klinik in Mexiko, die bis heute Tausenden von Patienten geholfen haben soll. Max Gerson war ein amerikanischer Arzt, dessen Therapie unter anderem auf einer totalen Entgiftung des Körpers und Ernährung durch Rohkost basierte. Gersons Erfolge verbreiteten sich im Nu. Gleichzeitig verstärkten sich die Schmutzpropaganda gegen ihn, bis ihm die Zulassung als Arzt entzogen wurde. Es hieß, die pharmazeutische Industrie fürchte um ihre Gewinne, weil es sich um natürliche Substanzen und Verfahren handelte. Diese ließen sich nicht patentieren, sodass damit auch kein Geld verdient werden konnte. Der italienische Arzt Dr. Tullio Simuzzini behandelte seine Patienten mit Natriumbicarbonat, einem Natriumsalz, gegen Krebs. Im Gegensatz zur Chemo würde damit die Immunabwehr erhalten bleiben. Trotz wohl dokumentierter Erfolge zeigte die Medizinindustrie kein Interesse daran, da nicht patentierbar. Im Jahr 2006 wurde Simuzzini zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, da er angeblich den Tod eines Patienten zu verantworten habe. Meine Damen und Herren, die Liste ließe sich beliebig weiterführen. In der Sendung vom 13.06.2015 berichtete KlarTV, wie alternative Krebstherapien kriminalisiert werden. Als roter Faden erweist sich, dass alternative Krebstherapien kaum einmal von der Schulmedizin auf ihre Wirksamkeit erforscht wurden. Denn natürliche Ansätze, um Krebserkrankungen zu heilen, sind nicht patentierbar und deswegen auch nicht lukrativ. KlarTV kann die Wirksamkeit oder eventuelle Nebenwirkungen der verschiedenen Therapien nicht beurteilen. Auch soll nicht die eine Therapie gegen die andere ausgespielt werden. Wird es doch kaum eine Therapie geben, die bei allen Menschen in gleicher Weise wirkt. Schlussendlich wird jeder Mensch die Verantwortung für die eigene Gesundheit selber übernehmen und seinen eigenen Weg finden müssen. Dabei ist es aber sicher hilfreich, aus einer Vielfalt von Therapieangeboten schöpfen und prüfen zu können und sich nicht von einer monopolaren, autoritären Medizin diktieren bzw. Angst einjagen zu lassen. Denn Angst ist immer noch die schlechteste Medizin. Der Begriff Neue Weltordnung, kurz NWO, wird verschieden angewandt und mit Inhalt belegt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Begriff als ein politisches Schlagwort für Konzepte geprägt, welche eine internationale Friedens- und Rechtsordnung etablieren sollten. Insbesondere in der Außenpolitik der USA des 20. Jahrhunderts ist der Begriff eine wiederkehrende Redewendung. Zum Beispiel sprach der ehemalige US-Präsident George W. Bush am 11. September 1990 nach dem Ende des Kalten Krieges davon, dass eine neue Weltordnung, in Englisch New World Order, notwendig und wünschenswert sei.
Die Behauptung, dass einige wenige Drahtzieher, auch Globalisten genannt, das Ziel verfolgen, mit allen Mitteln eine autoritäre, eine Weltregierung durchzusetzen, wird häufig als Verschwörungstheorie abgetan. Andererseits finden sich jedoch im Internet Äußerungen von namhaften Architekten dieser NWO, womit sie ihre eigentlichen Ziele offenbaren. Hören Sie nun einige Beispiele. David Rockefeller, ein US-amerikanischer Bankier und Milliardär, soll 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen gesagt haben: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller schrieb 2006 in seiner Autobiografie Memoiren: Manche behaupten sogar, dass wir uns weltweit mit anderen zur Errichtung einer global integrierten, politisch-wirtschaftlichen Struktur verschworen haben. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. Henry Kissinger, ein US-amerikanischer Politwissenschaftler, soll 1993 gesagt haben: Was dem Kongress vorliegen wird, ist kein gewöhnliches Handelsabkommen, sondern die Architektur eines neuen internationalen Systems. Ein erster Schritt in Richtung einer neuen Weltordnung. Weiter soll Henry Kissinger gesagt haben: Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft. Winston Churchill, britischer Premierminister während des Zweiten Weltkrieges, soll gesagt haben: Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. James Paul Warburg aus einer deutsch-jüdischen Bankiersfamilie und Berater des US-Präsidenten Roosevelt soll am 17. Februar 1950 gesagt haben: Wir werden eine Weltregierung haben, ob sie nun wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft. Meine Damen und Herren, Verschwörungstheorie oder doch eher Verschwörungstatsache? Doch urteilen Sie selbst nach den eben genannten Beispielen. Was jedoch kaum bestritten werden kann, dass praktisch in allen Bereichen des menschlichen Lebens ein regelrechtes Kräftemessen zwischen Befürwortern einer monopolaren Weltordnung und Befürwortern einer multipolaren Weltordnung stattfindet. Der Begriff Monopolar wurde nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren geprägt. In einer monopolaren Welt würde sich das Politik- und Gesellschaftsmodell der USA als einzig verbleibende Supermacht durchsetzen. Monopolar bedeutet, dass immer nur eine Weltanschauung vorherrschend, dominierend und maßgebend sein soll. Sei es über andere Länder, Kulturen, Religionen, sonstige Gruppierungen oder Meinungen. Demgegenüber bedeutet multipolar, dass die verschiedenen Weltanschauungen oder Nationen grundsätzlich als gleichwertig und eigenständig anzusehen sind. Diese können jedoch sehr wohl ihre Synergien nutzen und zusammen kooperieren. In der Sendung vom 1. Juni 2015 berichteten wir bereits ausführlich darüber. Nun zeigt sich jedoch ein roter Faden. Alle und alles, was sich nicht einer monopolaren Weltordnung unterwirft, seien es ganze Nationen, Religionen, kulturelle Werte und sonstige Weltanschauungen, wird bekämpft, verteufelt, bedroht, ausgegrenzt, verboten, aufgelöst, unglaubhaft, lächerlich oder unwirksam und so weiter gemacht. Mit unter anderem solchen Strategien sollen alle Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen, beseitigt werden. Dies wird in den nun folgenden Beispielen deutlich. Im Bildschirm blenden wir Ihnen jeweils Verweise auf weitere Sendungen ein, welche wir in diesem Zusammenhang bereits hier auf KlarTV ausgestrahlt haben und welche Sie gern noch einmal vertiefend ansehen können. Kommen wir nun zu den Beispielen, die zeigen, wie Hindernisse, die den Globalisten im Wege stehen, beseitigt werden sollen. In der Politik brachte es der venezolanische Präsident Nicolas Maduro auf den Punkt. Am 1. September 2014 sagte er hierzu: Die NATO-Länder versuchen, Russland einzukreisen, es zu stoppen. Und indem sie Russland zu stoppen versuchen, wollen sie damit das Aufkommen neuer Mächte aufhalten und eine neue multipolare Weltordnung des 21. Jahrhunderts verhindern. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass Maduro aufs Schärfste mit Vorwürfen eingedeckt wird. Wie Nationalstaaten, Nationalbewusstsein oder auch Religionen aufgelöst werden sollen, berichteten wir ausführlich in der Sendung vom 16. Mai 2015. Nazis als Waffe gegen hinderliches Nationalbewusstsein.
Was das Medienmonopol betrifft, soll Mike Nichols, ein US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler, im Jahre 1999 wie folgt gesagt haben. Eine Handvoll Menschen kontrollieren die Medien der Welt, die alles erfassen. Alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen. Es gab einmal eine Zeit, da gab es verschiedene Meinungen, Haltungen in den Medien. Heute gibt es nur eine Meinung, die zu formen 4-5 Tage dauert, dann ist sie jedermanns Meinung. Auch auf wirtschaftlicher Ebene ist die monopolare Vormachtstellung der US-amerikanischen Zentralbank, des Dollars als Weltwährung, des Internationalen Währungsfonds und so weiter kaum zu leugnen. Auch hier findet ein regelrechtes Kräftemessen statt. Dies zeigt sich zum Beispiel, indem als multipolares Gegengewicht die BRICS-Staaten gegründet wurden, immer mehr Nationen nicht mehr in Dollar kaufen bzw. verkaufen oder im Jahr 2014 die asiatische Infrastrukturinvestmentbank von China und 20 anderen Staaten gegründet wurde. In der Familien- und Erziehungspolitik findet die Monopolarisierung, das heißt Gleichschaltung, mittels dem Gender-Mainstreaming statt. Hierzu werden wir in weiteren Sendungen berichten. In der Medizin wird die Monopolarisierung mittels der sogenannten Schulmedizin im Verbunde mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Pharmaindustrie vorangetrieben. Alternative Heilungsmethoden werden oft aufs Übelste verunglimpft, von den Krankenkassen ausgeschlossen oder sogar verboten. Auch darüber werden wir in weiteren Sendungen berichten. Ebenso in der Film- und Unterhaltungsindustrie oder den sogenannten sozialen Medien, durch die die US-amerikanischen Werte vermittelt werden, findet ein unübersehbares Kräftemessen um die neue Weltordnung statt. So wurde zum Beispiel in China der Import ausländischer Filme eingeschränkt oder Facebook und Twitter verboten. Auch hierüber werden wir in weiteren Sendungen Sie auf dem Laufenden halten. Dieses Kräftemessen zeigt sich auch in der international wirkenden Justiz oder wenn es um große Organisationen wie den FIFA-Fußballverband geht, wie wir bereits in der Sendung vom 2. Juni 2015 erläuterten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Ausführung, wie dieses Kräftemessen um die NWO auf den verschiedenen Ebenen stattfindet, ist nicht vollständig und kann weiter ergänzt werden. In weiteren Sendungen werden wir ausführlicher auf einzelne dieser Themengebiete eingehen. Bleiben Sie daher dran, hier auf KlarTV. Bis bald und guten Abend. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Dokumentation über die Guidestones in Georgia. Nun die Details im Einzelnen. In Albert County im US-Bundesstaat Georgia befindet sich ein gigantisches Granitmonument mit seltsam verschlüsselten Botschaften. Dieses Mahnmal ist etwa 7 Meter hoch mit einem sagenhaften Gesamtgewicht von rund 120.000 Kilogramm. Die erstaunlichsten Details dieses Monuments sind aber nicht seine Ausmaße, sondern die in Granit gemeißelten Botschaften. 10 Regeln für ein Zeitalter der Vernunft. Diese Richtlinien sprechen von einer neuen Weltordnung, einschließlich massiver Reduzierung der Weltbevölkerung, einer einzigen Weltregierung, die Begründung einer neuen Form von Spiritualität und einige mehr. Die Verfasser dieser Regeln verbergen sich in strikter Anonymität, sodass die Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag keine Ahnung hat, wer die Macher dieser Steine sind. Doch hat diese mysteriöse Gruppe in einem bislang kaum diskutiert worden Text die Gründe erläutert, die hinter ihren neuen Regeln stecken. Neueste Erkenntnisse bringen Licht in den hinter diesen Guidestones stehenden Zweck, sodass heute kaum noch Raum für Hypothesen verbleibt. Die Guidestones beschreiben die zukünftige Welt, wie sie von okkulten Geheimgesellschaften geplant ist. Somit liefert das Monument den Beweis für die bestehenden Beziehungen zwischen solchen äußerst umstrittenen Geheimgesellschaften, der selbsternannten Weltelite und deren Drängen hin zu einer neuen Weltordnung. Während die Urheber dieses 120-Tonnen-Mahnmals noch immer unbekannt sind, eigentlich undenkbar bei den allerorts scharfen Bauvorschriften und es vorziehen, im Dunkel der Anonymität zu verbleiben, sind all jenen die Hintergründe dafür umso besser bekannt, die sich zu den Eingeweihten zählen können.
Diese Sendung widmet sich besonders jenen 5 Geboten, die den Angelhaken und tödlichen Schwerpunkt dieser Steinkolosse repräsentieren. Bei den Guidestones im US-Bundesstaat Georgia handelt es sich um ein mysteriöses Monument, in dessen Granit 10 neue Gebote eingemeißelt sind. Das erste Gebot verlangt, die Weltbevölkerung ist unter 500 Millionen Menschen zu halten. Diese Forderung verbindet sich mit der Ausrufung einer allmächtigen neuen Weltordnung, was allem voran den Schluss nahelegt, dass es sich bei den Guidestones um das Werk einer okkulten Geheimgesellschaft handelt. 5 der 10 Gebote lauten wie folgt. Man halte die Weltbevölkerung unter 500 Millionen im immerwährenden Gleichgewicht mit der Natur. Man lenke die Fortpflanzung weise in vernünftige Bahnen zur Verbesserung des Gesamtempfindens und der Artenvielfalt. Man schaffe für die Menschheit eine einzige neue lebendige Sprache. Man bringe alle Nationen dazu, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln, externe Dispute jedoch vor einem Weltgericht auszutragen. Man sei nicht Krebsgeschwür der Erde, gib Raum für die Natur. Hier wird offenkundig, dass die Gründer dieser Tafeln die Richtlinien für eine drastische Verminderung der Weltbevölkerung, die Einführung einer neuen Weltsprache, die Einrichtung eines Weltgerichtshofs und schließlich vage auch die Eugenik fordern. Mit anderen Worten, es handelt sich um den Bauplan für die Errichtung einer neuen Weltordnung. Entvölkerung, Geburtenkontrolle und Eugenik. Das erste Gebot ist besonders schockierend, denn es liegt im Vornherein fest, dass es von 14 auf der Erde lebenden Menschen 13 gar nicht geben sollte. Praktisch bedeutet diese Forderung, dass die gesamte Weltbevölkerung verschwinden müsste, bis auf einen geringen Rest, der in etwa der Bevölkerung Nordamerikas oder der Hälfte der Bevölkerung Afrikas entspricht. Da unsere Weltbevölkerung derzeit aus rund 7 Milliarden Menschen besteht, betrachten diese geheimen Baumeister 92,5% der gegenwärtigen Menschheit als völlig überflüssig. Über 92% von uns haben also in deren Augen schon heute kein Existenzrecht mehr. Denkt man dabei an den Film 2012, überlebten dort nur sehr wenige, interessanterweise einzig die reichsten Menschen der Erde. Haben wir es hier allenfalls mit einer Programmierung auf zukünftige Ereignisse zu tun? Das letzte Gebot der Guidestones, sei kein Krebsgeschwür der Erde, gib Raum, das meint mach Platz für die Natur, ist regelrecht traumatisierend. Denn hier wird das menschliche Leben mit einem schädlichen Krebsgeschwür verglichen, das die Erde befallen hat. Unter dem Einfluss solch einer Geisteshaltung dürfte es keine Kunst mehr sein, die Auslöschung fast der gesamten Weltbevölkerung aus Vernunftsgründen salonfähig zu machen. Und man stelle sich das einmal vor. Solch ein ungeheuerliches Manifest wird dort in Georgia in nicht weniger als 8 Sprachen publiziert. Das Monument, aus blauem Granit gehauen, sind die Guidestones dazu bestimmt, auf mehreren Ebenen Wissen zu vermitteln. Philosophie, Politik, Astronomie und so weiter. Das Monument besteht aus 4 großen Steinblöcken, in die 10 Lebensregeln in 8 Sprachen eingemeißelt sind. In Englisch, Hebräisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Swahili, Hindi und Chinesisch. Eine kürzere Botschaft findet sich an der Spitze der Konstruktion, und zwar in 4 antiken Sprachen. Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit und ägyptische Hieroglyphen. Was man an dieser Stelle unbedingt wissen muss, genau diese 4 antiken Sprachen haben in den Lehren okkulter Mysterienschulen oberste Bedeutung. Bekannt ist in diesem Zusammenhang der nahe Bezug der Freimaurer und Rosenkreuzer zu eben erwähnten Sprachen. Massive Entvölkerung ist also das in 8 Sprachen erklärte und zugleich oberste Ziel der selbsternannten Weltelite. Und tatsächlich treten viele vermeintlich wichtige Persönlichkeiten öffentlich für diesen Wahnsinn ein. Hierzu ein paar praktische Beispiele. Im Jahre 1988 artikulierte der britische Prinz Philipp seinen Wunsch im Hinblick auf eine mögliche Reinkarnation. Er wünschte sich, als tödlicher Virus wiederzukehren, um zur weltweiten Bevölkerungsreduzierung aktiv beizutragen. Erst kürzlich erklärte Bill Gates, wenn wir mit unseren neuen Impfprogrammen, Gesundheitsvorsorge, Empfängnisverhütung und weiteren ähnlich staatlich geförderten Dienstleistungen richtig gut sind, können wir vielleicht eine Bevölkerungsreduzierung zwischen 10 und 15% erreichen.
Neben enormen Beträgen steuerlich absetzbarer Spenden zur Förderung des Entvölkerungsplanes kam es auch zu heimlichen Zusammenkünften von Vertretern der Weltelite, um über diese Angelegenheiten zu diskutieren. Einige der reichsten Männer der Welt, alles führende amerikanische Milliardäre, haben sich insgeheim getroffen, um Strategien zu entwickeln, wie ihr Reichtum dem Zwecke der Reduzierung der Weltbevölkerung am effektivsten dienen könnte. Die Philanthropen, also die Menschenfreunde, die an einem Gipfeltreffen auf Einladung von Bill Gates, dem Begründer von Microsoft, teilgenommen haben, diskutierten die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses und gemeinsamen Vorgehens zur Überwindung politischer und religiöser Hindernisse, die diesem Plan entgegenstehen. Bei dieser von einem Insider als Club der Guten bezeichneten Zusammenkunft waren auch David Rockefeller Jr., Patriarch der reichsten Dynastie Amerikas, die Finanziers Warren Buffett und George Soros, der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und schließlich die Mediamogulen Ted Turner und Oprah Winfrey anwesend. An der Basis des Monuments findet sich eine Tafel mit Erklärungen für einige Details der Konstruktion. Dort findet sich auch die Erwähnung der mystischen Zeitkapsel, die unter besagter Platte vergraben sein soll. Astronomische Daten haben für das Design der Guidestones eine unübersehbare Bedeutung. In einer verhältnismäßig jungen Nation wie den Vereinigten Staaten von Amerika sind Monumente mit Bezug auf Himmelskörper in den meisten Fällen das Werk von Geheimgesellschaften, wie beispielsweise der Freimaurer. Von ihnen sind zwei Dinge bekannt. Erstens entstammen deren Lehren von den Mysterienschulen des antiken Ägyptens, Griechenlands oder der keltischen Druiden. Zweitens sind sie dafür bekannt, einen Teil ihres geheiligten Wissens in Monumenten zu verewigen. Der Zentralstein weist zwei Besonderheiten auf. Erstens, der Nordstern ist durch eine spezielle von Süden nach Norden geführte Bohrung stets sichtbar. Zweitens entspricht ein weiterer Spalt den Positionen der aufgehenden Sonne zum Zeitpunkt der Sommer- und Wintersonnenwenden. Die zweite Guidestone-Regel fordert in der Hauptsache das Tätigwerden des Gesetzgebers zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für die Einmischung staatlicher Stellen in die Familien. Zwischen den Zeilen erkennt man, dass es hier um die Verabschiedung von Gesetzen geht, mit denen die Anzahl der Kinder pro Familie geregelt werden soll. Was die Forderung nach Verbesserung der Artenvielfalt und des Gesamtbefindens betrifft, so ist dieses Ziel durch selektive Zucht oder die Destabilisierung von unerwünschten Mitgliedern der Gesellschaft zu erreichen. Dieses Verfahren wurde ursprünglich als Eugenik bezeichnet, bis die Verwendung dieses Begriffs wegen Nazi-Gerüchten als politisch unkorrekt verworfen wurde. David Rockefeller. Manche glauben sogar, dass wir einer Geheimgesellschaft angehören, deren Aktivitäten gegen die Interessen der Vereinigten Staaten gerichtet sind, bezeichnen meine Familie und mich als Internationalisten und bezichtigen uns der Verschwörung mit anderen überall auf der Welt mit dem Ziel, eine mehr integrierte, globale, politische und wirtschaftliche Struktur zu schaffen. Die geeinte Welt, wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. David Rockefeller. Mit den meisten anderen Regeln wird überwiegend und beharrlich die Schaffung einer Weltregierung gefordert, mit einigen wenigen aufgeklärten Herrschern, die alle Aspekte des menschlichen Lebens regeln würden, einschließlich des Glaubens, sozialer Verpflichtungen, Wirtschaft und so weiter. Diese Vorstellung ist absolut nicht neu, denn sie wurde von den Mysterienschulen über Jahrhunderte vertreten. Manly P. Hall schrieb 1917: Wenn der Mob regiert, wird die Gesellschaft von Ignoranz beherrscht. Wenn die Kirche regiert, wird der Mensch vom Aberglauben beherrscht. Und wenn der Staat regiert, wird der Mensch von Furcht beherrscht. Bevor die Menschheit harmonisch und verständig miteinander leben kann, muss die Ignoranz zur Weisheit gewandelt werden, der Aberglaube zu erleuchtetem Glauben und die Furcht muss sich zur Liebe gewandelt haben. In The Secret Destiny of America erläutert Hall den alten Traum von einer Weltregierung, wie er von den Geheimgesellschaften geträumt wird. Weltdemokratie war der heimliche Traum der größten klassischen Philosophen. Zur Erreichung dieses größten aller menschlichen Ziele entwickelten sie Erziehungsprogramme, Religion und Regeln für das Sozialverhalten, um schlussendlich zu einer wahrhaft universalen Bruderschaft zu gelangen. Um sich dieser Aufgabe effektiver widmen zu können, schlossen sich diese antiken Gelehrten zu einer allumfassenden, geheimen Bruderschaft zusammen.
In Ägypten, Griechenland, Indien und China wurde der Begriff des Staatsgeheimnisses geboren. Es kam zur Gründung von Orden durch eingeweihte Priesterphilosophen als souveräne Körperschaften zur Unterweisung, Beratung und Anleitung der Regierenden. Direkte Hinweise durch die anonymen Urheber. Seit der Errichtung des Monuments am 22. März 1980 haben zahlreiche Autoren und Forscher versucht, das hinter diesen 10 Richtlinien stehende rationale Gedankengut zu interpretieren. Handelt es sich tatsächlich um den Plan für eine neue Weltordnung? Handelt es sich um Regeln, die lediglich im Falle einer schweren Katastrophe zur Anwendung gelangen sollen? Die beste Möglichkeit, sich die Antwort auf alle Fragen geben zu lassen, wäre die Befragung der Auftraggeber des Monuments. Da diese es aber vorgezogen haben, anonym zu bleiben, scheidet diese Möglichkeit aus. Dennoch haben sie eine überaus wichtige Erklärung hinterlassen, die bisher von fast allen übersehen wurde, die sich mit der Lösung des Rätsels der Guidestones beschäftigen. Dieser erstaunliche Text, der ihre Motivation sehr ausführlich beschreibt, findet sich ausschließlich im The Georgia Guidestones Guidebook, eine Abhandlung, die von der Steinmetz-Firma herausgegeben wurde, die das Monument geschaffen hat. Gleich von Anfang an wird über jeden vernünftigen Zweifel erhaben deutlich, dass die Urheber in der Tat auf die Schaffung einer neuen Weltordnung hinarbeiten. Es handelt sich bei dieser Feststellung weder um eine Verschwörungstheorie noch um eine Hypothese. Diese Forderung ist klar formuliert und in den vorerwähnten Katalog schriftlich fixiert worden. Hier folgt also jetzt aus der Feder der geheimen anonymen Autoren die Erklärung der 10 Regeln. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit jetzt den nötigen Wissensstand erreicht hat, um eine effektive Weltregierung zu errichten. In gewisser Weise muss dieses Wissen breit gefächert in das Bewusstsein der gesamten Menschheit eingepflanzt werden. Bereits sehr bald müssen die Herzen unserer Menschheitsfamilie angerührt werden, damit wir eine globale Herrschaft der Vernunft willkommen heißen. Der erste Schritt wird es sein, eine zweifelnde Welt davon zu überzeugen, dass eine solche Gesellschaft jetzt möglich geworden ist. Wir, die Sponsoren der Georgia Guidestones, sind eine kleine Gruppe von Amerikanern, denen daran gelegen ist, das Augenmerk auf die gegenwärtigen zentralen Probleme der Menschheit zu richten. Wir haben uns dafür entschieden, anonym zu bleiben und Diskussionen und Vorurteile zu vermeiden, die geeignet sein könnten, unsere Botschaft zu verwässern. Im Jahre 1980, als diese Steine errichtet wurden, war das dringendste Weltproblem die Erfordernis zur Kontrolle der Weltbevölkerung. In den vergangenen Jahrhunderten haben die Technologie und ein Übermaß an Energieträgern das Anwachsen der Menschheit weit über das hinaus, was über lange Zeiträume hinweg ernährt werden kann, möglich gemacht. Heute können wir die bevorstehende Erschöpfung dieser Energiequellen und einer Vielzahl lebenswichtiger Rohstoffe auf globaler Ebene erkennen und abschätzen. Dass es sich hierbei um eine fatale Irrlehre handelt, bewiesen zahllose Kleingärtner in Russland. Wir könnten allein mit Kleingärten die ganze Welt ernähren. Mit insgesamt schätzungsweise 35 Millionen Hinterhofgärten im Familienbesitz, sogenannten Dachas, demonstriert Russland, wie damit ein ganzes Land problemlos ernährt werden kann. 71% der Bevölkerung produzierte auf diese Weise 1999 ungefähr die Hälfte der im Land konsumierten Milch. 60% des Fleisches, 77% des Gemüses, 87% der Früchte und 92% der Kartoffeln. Alles ökologisch und nachhaltig. Gesamthaft gesehen bauen russische Familien praktisch alle Lebensmittel, die sie brauchen, selbst an. Der russische Staat fördert diese bäuerliche Familienkultur durch ein gesetzliches Recht auf ein kostenloses, steuerfreies, privates Gartengrundstück für jeden russischen Bürger mit einer Größe von ca. 1 bis 3 Hektar. Wenn man bedenkt, dass allein die Rasenfläche in den USA doppelt so groß ist wie die der Gärten in Russland, wird deutlich, dass es sich bei der Welternährungsfrage um eine bewusste Lügenpropaganda handelt. Es braucht schon gar kein zum Beispiel genverändertes Saatgut, auch keine industrielle Landwirtschaft, damit jeder genug zu essen hat. Hinter all diesen Propagandisten steckt nur berechnende Großverdiener. Dies leuchtet umso mehr ein, wenn man bedenkt, dass die Vegetationsperiode in Russland nur halb so lange anhält wie in den USA. Wäre nicht vielmehr das für alle Länder nachahmenswert? Hier weitere Erklärungen der geheimen, anonymen Autoren. Die Kontrolle über unsere Fortpflanzung ist ein dringendes Erfordernis. Es wird tiefgreifende Veränderungen unserer Einstellung und Gewohnheiten erfordern.
Leider kann die den Gewohnheiten innewohnende Kraft extrem sein. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn jene, für die ihre Gewohnheiten eine dominante Kraft sind, über das Erfordernis von Veränderungen nicht informiert sind. Im Hinblick auf einen immerwährenden Ausgleich mit der Natur sind heute praktisch weltweit alle Nationen überbevölkert. Wir sind wie eine Flotte überladener Rettungsboote, die sich mit einem heranziehenden Sturm konfrontiert sieht. Überall auf der Welt werden die vorhandenen Ressourcen rücksichtslos ausgebeutet, sodass es auf Dauer nicht möglich sein wird, der Weltbevölkerung den gegenwärtigen Wohlstand zu garantieren. Ackerland wird vernichtet und die gefährliche Abhängigkeit von ausländischem Erdöl, Metallen und weiteren nicht reproduzierbaren Ressourcen nimmt beängstigend zu. Nationen wie Japan, Holland und Haiti sind noch entschieden stärker überbevölkert, sodass sie sich in einer noch größeren Gefahr befinden. Unter diesen Umständen darf die Fortpflanzung nicht mehr ausschließlich eine persönliche Angelegenheit sein. Die Gesellschaft muss ein Mitspracherecht und die Macht zum Erlass von Regulativen in dieser vitalen Frage haben. Die entsprechenden Wünsche von Ehepaaren sind zwar wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium. Das Interesse der bestehenden Gesellschaft und das Wohlergehen zukünftiger Generationen muss in zunehmendem Maße bedacht werden, während wir Mechanismen entwickeln, mit denen die Zahl unserer Nachkommen in vernünftige Bahnen gelenkt werden kann. Mit legalem und sozialem Druck muss dafür gesorgt werden, dass eine unverantwortlich hohe Zahl von Kindern pro Platz Familie in der Zukunft unterbleibt. Ehepaare, die nicht über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um eine Familie zu ernähren, sollten sich keine Kinder anschaffen, die zu einer Belastung für die Nachbarn werden. Unnötige Kinder in ein bereits überbelegtes Rettungsboot zu bringen, ist übel. Es ist gegenüber diesen Kindern ungerecht. Es ist für die anderen Insassen des Bootes und aller Lebewesen schädlich. Die Gesellschaft sollte zu einer solchen Verhaltensweise keinesfalls ermutigen. Heute verfügen wir über das Wissen und die Techniken einer Geburtenkontrolle. Die politischen Führer in allen Ländern der Welt tragen eine große Verantwortung für die allgemeine Verbreitung und Bereithaltung dieses Wissens und der Techniken. Dieses Ziel könnte mit einem Bruchteil des Etats erreicht werden, den die Welt heute für militärische Zwecke aufwendet. Eine blühende und vielfältige Weltbevölkerung in immerwährenden Einklang mit den globalen Ressourcen werden der Eckstein einer rationalen Weltordnung sein. Menschen guten Willens in allen Nationen müssen auf die Erreichung dieses Gleichgewichts hinarbeiten. Mit der Fertigstellung der Mitteilung der Georgia Guidestones hat sich unsere kleine Gruppe von Sponsoren aufgelöst. Wir geben das Monument in die Obhut der Bewohner von Elbert County, Georgia. Nun, sollte sich solch eine triebhaft idealistische Gruppe tatsächlich plötzlich aufgelöst haben? Wer sind die Urheber? Bei den Georgia Guidestones scheint es sich um ein freimaurerisches Rosenkreuzer-Manifest zu handeln, mit dem drastische Veränderungen für die Welt gefordert oder angekündigt werden. Dem Monument kommt eine große Bedeutung zu, wenn man die Kräfte verstehen will, von denen unsere Welt von heute und morgen insgeheim geformt wird. Hier manifestiert sich, in Stein gemeißelt, die entscheidende Beziehung zwischen Geheimgesellschaft der Weltelite und deren gemeinsamen Plänen für eine neue Weltordnung. Das Drängen hin auf eine neue Weltordnung, die Forderung der Bevölkerungskontrolle und Umweltfragen sind Themen, die heute aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen praktisch täglich diskutiert werden. Als die Georgia Guidestones 1980 errichtet wurden, gehörten diese Themen noch nicht zum Tagesgespräch. Man kann also feststellen, dass in dieser Hinsicht seitdem bereits große Fortschritte erzielt worden sind. Viele der Regeln der Guidestones sind für die Bewahrung der Funktionsfähigkeit der Erde auf lange Sicht betrachtet durchaus sinnvoll. Aber zwischen den idealistischen Worten der Auftraggeber der Guidestones und der realen Art und Weise, wie diese Regeln auf die Massen angewendet würden, von machthungrigen und gierigen Politikern, liegen jedoch Welten. Liest man zwischen den Zeilen, ist für die praktische Umsetzung der Verlust der meisten persönlichen Freiheitsrechte und die Unterwerfung unter eine diktatorische Regierungskontrolle in weiten Bereichen des Lebens gefordert. Um auf die geforderte Eliminierung von 92,5% der Weltbevölkerung gar nicht näher einzugehen. Wobei aber wohl als sicher gelten darf, dass diese selbsternannte Elite in dem zu beseitigenden Prozentsatz ganz sicher nicht enthalten sein wird.
dass bislang solch eine Forderung auf einem 120.000 Kilogramm Monument an allen Baubehörden und Regierungen vorbei anonym bleiben konnte, beweist, dass höchste Regierungskreise hier mit im Bunde stehen müssen. Auch stellt sich die Frage, ob das Konzept von einer Demokratie durch und für das Volk eine bloße Illusion ist. Eine vorübergehende Lösung bis zur Errichtung der Eine-Welt-Regierung. Warum tritt man in dieser Angelegenheit nicht auf demokratische Weise an die Völker der Welt heran? Es ist anzunehmen, dass es für die Elite leichter ist, sich der Zustimmung der Völker durch langfristige, entsprechende Manipulationen mittels der kontrollierten Massenmedien zu versichern. Wobei in diesem Fall wieder einmal mehr die Ausnahme die Regel bestätigt. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn die Völker jetzt nicht aufstehen, dann wird diese massive Reduktion der Weltbevölkerung realisiert werden. Bleiben Sie nicht passiv und verbreiten Sie diesen Film weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.